Servus zusammen, vor dem Bildschirm, spät ist es geworden, Zeit für den Nachtexpress. Heute freue ich mich ganz besonders auf das Gespräch mit einem Superstar. Superstar nicht nur in Deutschland, sondern Superstar also auf dem internationalen Pop- und Rockparkett. Er hat 4 LPs bis dato geschrieben, das heißt, seine 5. erscheint gerade in diesen Tagen, heißt Wiener Blut und wer kann es anders sein als Hans Hölzel alias Falco. Herzlich willkommen zum Nachtexpress. Servus. Hans, wir wollen uns nicht unterhalten über die Produktion an sich, über das Fiasko, was durch die Presse ging mit den Produzenten. Wir haben uns gestern getroffen ganz kurz und haben gesagt, nein, lass uns ein bisschen privatisieren, lass uns nachtmäßig ein bisschen talken. Und das ist ganz im Sinne des Nachtexpress. Aber weil schon Promotion-Tournee und weil wir jetzt als nächstes auch Wiener Blut, die Single, sehen werden, vielleicht doch ein paar Sätze zu dem Ganzen, was passiert ist und wie du das siehst. Also Fiasko ist bislang das heftigste Wort, das ich gehört habe. Ich meine, und langsam wird es mir auch unheimlich, nicht? Ja. Weil irgendwie kommt mir vor, dass jetzt im Nachhinein dieser Trouble mit dem Produzenten, der keiner war, als wieder mal als berechnetes Promotion-Kalkül voll aufgeht, weil man auf jedem Sender darüber zu erzählen weiß. Ganz kurz gesagt, muss ich doch ein bisschen ausholen. So ist es bei den Österreichern. Die wollen alles ganz kurz sagen und dann erzählen sie stundenlang. Aber wir haben ja Zeit. Nicht? Wir sind ja glücklicherweise in der Nacht. Weil ich habe also festgestellt, die Sonntagmorgensendungen, die liegen wir da nicht ganz so. Gell? Also da sind wir schon wesentlich groovier drauf hier bei Tele5. Okay. Ich habe nach der ersten LP, Einzelhaft, wo der Kommissar drauf war, von dem ich also damals zu meinem damaligen Standpunkt 1981 nie erwartet hätte, dass der über Wien jemals hinauskommt, mich hingesetzt und habe quasi eine Inventur gemacht. Ich habe gesagt, was kannst du, was würdest du gerne können, was traust du dir zu, was traust du dir nicht zu? Wie schnell möchtest du Erfolg haben? Wie stabil möchtest du ihn machen? Welche Ziele setzt du dir? Kann man das schon machen? Kann man dann beschließen, okay, zu diesem und jedem Ergebnis komme ich, also werde ich auch zielgerecht an die Sache rangehen? Geht das? Schau mal, 1981 war es ja gerade so, dass also der wirklich erste große kommerzielle Erfolg da war. Aber ich bin ja die letzten 10 Jahre vorher nicht irgendwie auf der Nudelsuppe dahergeschwommen, sondern habe ja schon einige Dinge hinter mir gehabt, die also eine Inventur schon erlaubten zum damaligen Stand der Dinge. Und bin also als wichtigsten Punkt auf eins draufgekommen. Es gibt Dinge, die andere wesentlich besser können. Ich bin ein guter Texter, ich bin ein guter Umsetzer, ein guter Transformator, Katalysator. Ich kann Dinge, die ich kreiere, vom textlichen Anspruch her gut vertreten, gut verkaufen. Und bin bei dem allem dabei, also noch wesentlich mehr Musiker als Medienonkel oder Geschichtenerzähler oder sonst was. Was ich kann, aber was andere wesentlich besser können, ist Musik zu komponieren. Und zwar Musik, die so auf mich angepasst ist, dass ich also beim ersten Mal höre, das passt oder das passt nicht, das bin ich oder das bin ich nicht. Und da gibt es bei mir eine ganz emotionale Entscheidung, entweder es funkt beim ersten Mal oder ich mache mir erst gar nicht die Mühe, lang darüber nachzudenken, warum es nicht passt. Ich bin auch kein guter Produzent, der ich vielleicht werden möchte, aber zum Stand der Dinge nach dem großen, auch internationalen Erfolg des Kommissars noch nicht war. Infolgedessen bin ich also seitdem es Falco International gibt, gerne bereit, mich mit kreativen Köpfen auseinanderzusetzen. In einer Arbeitsteilung, die sich wie folgt ganz kurz auf den Punkt nennen lässt, 50-50. Ich bin kein besonderer Produzent, diese Studiowelt ist eigentlich nicht die meine. Ich bin zwar Musiker, ich komme von der Bassgitarre her und so, aber da gibt es also auch noch wesentlich bessere Musiker als ich. Also warum sollte ich nicht Leute zu Wort kommen lassen, von denen ich definitiv weiß, dass sie Dinge besser können, als ich es kann. Ich hätte damals auch sagen können, passt auf, ich mache ab jetzt sofort alles selber. Ich glaube, dass es dann vielleicht ein bisschen länger gedauert hätte, aber dass ich heute auch nicht weit von dem entfernt wäre, wo ich bin in der Zusammenarbeit mit anderen Leuten. Aber ich glaube gerade, dass Musik ein Medium ist, ein Transportmittel von Gefühlen, wo es also auch auf die Zusammenarbeit von Leuten ankommt und wo die kreative Auseinandersetzung, der kreative Dialog
auch einen berechtigten Anspruch hat. Ich habe also seit dem Kommissar Komponistenpartner, ich sage Partner, weil ich sie auch immer so darstelle, Produzentenpartner. Im Fall von Kommissar Jungen Römern, einem Album, was damals weit unterschätzt wurde, was in der Zwischenzeit sich verändert hat, war es Robert Ponga, ein Wiener. Seit Amadeus sind es die Brüder Boland und im Falle des letzten Albums waren es die Brüder Boland zusammen mit Gunter Mende, Candy de Rouge, die also hauptsächlich Frauen vorher produziert haben. Das war auch einer der markantesten Punkte an ihnen, die mich interessiert hat. Aber du hast den Brüdern Boland eigentlich ganz klar den Weg gewiesen, wie es zu gehen hat. Zunächst mal, du schüttelst den Kopf. War es ja Rock Me Amadeus ein Riesenerfolg. Also zum ersten Mal ein deutschsprachiger Künstler Nummer 1 in den Charts in den USA. Und danach, ich kann mich auch nur danach richten, was man liest. Wir hatten das Vergnügen, nicht uns darüber zu unterhalten. Hatten dir Material zugeschickt, das dir überhaupt nicht gefallen hat? Nicht überhaupt nicht, aber du hast gesagt, okay, die Leute machen sich ein leichtes Spiel damit. Oder wie war das jetzt immer? Also lass mich mal so sagen. Ich gehe nicht mit den Fotos meiner Partner unter dem Kopfpolster schlafen. Aber wir bewegen uns in einem Maßstab, wo man also die partnerschaftlichen Dinge nicht so ganz einfach abtun kann. Der Hansi ist in die Hofkonditorei Demel gegangen und hat sich 2 Mozartkugeln gekauft und die haben ihm dann nicht geschmeckt. Und dann hat er gesagt, na eigentlich ist er... Also das ist alles Schwachsinn. Krach gibt's in der Sandkiste. Krach gibt's kein bei uns. Es war von Anfang an mit den Bolands eine ausgemachte Praxis, eine Technik der Zusammenarbeit, dass sie Demos liefern und weit, weit mehr als dann wirklich also auf die Platte kommen. Und ich meinen Konsens dazu mir heraussuche. Es war also nie so, dass die Bolands Mist geliefert hätten. Ich sagte nur ganz konkret eines. Jungs, wir haben 2 Alben miteinander gemacht. Und jetzt einmal von allen Dingen wie Exklusivität oder sonst irgendwas oder nicht vorhandene Exklusivität abgesehen, ich möchte mich in einer Richtung verändern, die vielleicht bisher für mich eine ungewohnte war. Und ich möchte auch gerne mit anderen Leuten zusammenarbeiten. Das habe ich getan. Was ich unterschätzt habe, ist vielleicht, dass ich mit meinem Namen, den ich ja persönlich also bei weitem nicht überschätzen möchte, also Superstar würde ich mir nicht in den Mund nehmen trauen. Ich würde sagen, Musiker, das machen auch andere dann, ne? Dass ich meinen Status weit unterschätzt habe und also unterschätzt habe, dass wenn ich jetzt auf die Straße gehe und sage, Gunther, Candy, ganz tolle Sachen habt ihr da gemacht, eigentlich immer nur mit Frauen bisher. Warum? Lass uns doch einmal versuchen, ob da etwas rauskommt, was eine ganz andere Seite von Falco darstellt. Ich habe unterschätzt, dass die sofort aufspringen und sagen, wir sind die neuen Falco-Produzenten. So war es dann. So war es leider. Wir haben 8 oder 9 Titel zusammen gemacht, wovon ich 4 genommen habe. Und ich glaube, ich möchte es einmal so darstellen, wenn wir uns tief in die Augen geblickt hätten, dann wären wir zu dem gemeinsamen Konsens gekommen, dass nur die 4 wirklich gut sind. Also ganz so allein meine Entscheidung war das nicht. Ich glaube, dass die beiden also durchaus auch ganz genau erkannt haben, dass die 4 nicht aufregend sind. Ich habe mich nachher mit den Bolands an einen Tisch gesetzt. Man könnte jetzt hineininterpretieren, ah ja, das war eine pädagogische Maßnahme oder viel Konkurrenz schafft viel Druck und so. Ja, ja. Mein Gott, ich glaube, er überschätzt mich da alles. Ich handle eigentlich wesentlich emotionaler und spontaner. Bin dann wieder zum Bolland und sage, schaut mal, hört mal das und tut mal so und könntet ihr euch vorstellen, wie schaut's aus? Und auf einmal waren dann halt eben 6 Titel da, die ich weiß auch nicht, wie das kam, aber auf jeden Fall so kam's. Ich möchte abschließend für die Zukunft eines ableiten daraus. Ich kann durchaus in Aussicht stellen, dass auf der nächsten LP 5 Produzenten sind, 5 verschiedene Komponisten. Und wenn ich also Lust haben sollte mit Annette, die ja hier auch bei euch ist, eine Nummer zu machen, dann mache ich die und ich denke mir gar nicht viel dabei und ich mache sie und dann mal schauen, was rauskommt dabei. Und wenn wir das dann von allen Seiten her abklopfen und sagen, eigentlich passt es und stimmt, sehe ich keinen Grund auf meine Platte nicht das raufzutun. Und prinzipiell kann man dann also sagen, ja, er ist der Macher, er ist der Sager, er sagt an. Ja, natürlich, wer denn sonst? Ich meine, da gab es doch überhaupt für mich nie einen Zweifel darüber. Da hätte er jetzt auch meinen Namen sagen können. Vielleicht wäre ich dann auch rausgegangen und hätte gesagt, Falco macht eine Nummer für mich oder ich singe und er produziert oder so. Also Annette, du wirst dich mit Annette noch unterhalten im Backstage, worauf wir jetzt schon hinweisen. Genau über dieses Thema wahrscheinlich auch, ja, über Musikalität. Aber Nachtexpress ist eine Talkshow und deswegen werden wir nach dem... Du hast angefangen.
Ich weiß, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass sehr viele Leute darauf warten, weil sie eben das gelesen haben und das ging durch die Presse und das ist eine Promotion, die dir auch zugute kommt und du bist auch 3 Wochen unterwegs, um das zu promoten und du wusstest von vornherein, auf was du dich einzustellen hast und welche Rechtfertigung du zu bringen das hast. Das ist ja leider Gottes fällt das Wort Rechtfertigung. Und ich muss dir sagen... Ich hau irgendwie so immer Wörter rein, so Fiasko, Rechtfertigung. Aber es ist ein gutes Wort, weil ich dazu was zu sagen habe, nämlich. Es ist mir auf der ganzen Welt noch nie so stark passiert, wie es mir seit fast 10 Jahren in Deutschland passiert, dass ich den Erfolg zu rechtfertigen habe. Und deswegen, ich kann dir auch ein Geheimnis anvertrauen, deswegen ist es so, warum dieser Falco aus Wien immer so schnoddrig und vorlaut mit Zahlen um sich wirft, weil du kommst im Endeffekt immer auf Zahlen zurück, wenn es darum geht, deinen Erfolg zu rechtfertigen, indem du nämlich sagst, Jungs, ich meine, das mag ja alles stimmen, was ihr mir da so erzählt, von wegen aufgesetztes Image oder sonst was, obwohl ich bis heute gar nicht weiß, was ein Image ist. Ja? Aber ich meine, 25 Millionen Leute können sich doch nicht geirrt haben. Ja. Ich meine, man kann doch zwar sagen, okay, das ist ihnen aufgezwungen worden, ich habe sie mit vorgehaltener Pistole genötigt, meine Schallplatten zu kaufen, aber ich meine, man kann doch nicht 25 Millionen Leute für Vollidioten halten. Und es passiert mir nirgendwo so vehement wie in Deutschland, dass ich also immer wieder aufgefordert werde, mich zu erklären, in Hinsicht darauf, wie das denn kam, dass ich so, und dann kommen auch so Worte, noch nicht von dir, aber ich schließe jetzt abschließend an dann, wie ist das denn so, Falco, wenn man als Österreicher in Deutschland eine Idolfigur darstellt und wie ist das denn, wenn man also als Falco da in seinem Konzertpublikum lauter kleine Falcos rumlaufen sieht. Wörtliches Zitat, da kann ich nur sagen, sagen Sie mal, was erlauben Sie sich von meinem Publikum zu sagen? Die kleinen Falcos laufen da rum. Also ich meine, entschuldigen Sie aber dafür... Aber das kann ja auch als Kompliment gemeint sein. Also Boy George gibt es ja auch zu Tausenden in Konzerten. Naja, und er sagt, okay, ich liebe also euch. Also mich mit Boy George zu vergleichen, ist eine wagemutige Sache. Nein, ich meine ich das Publikum dann, jetzt. Ich sage dann halt letztlich, lieber Herr oder liebe Frau Interviewer, dafür, dass Sie älter sind als 25 und das Popgeschäft nicht mehr verstehen, kann ich nichts. Und in erster Linie bin ich da, um meine... Leute zu unterhalten, die haben einen gewissen Anspruch an mich. Und mit den Idolen in Deutschland, als Österreicher, möchte ich sie ja mal überhaupt nicht so haben, weil das hat ja schon einmal einer versucht und das war ja dann ganz und gar nichts. Also hierher zu gehen und zu sagen, ich bin jetzt das Idol für die deutsche Jugend, das würde ich mir nie anmaßen. Überhaupt gehe ich so weit zu sagen, dass das Image ja überhaupt nur eine Aneinanderreihung von vielen Missverständnissen ist, die sich um den Namen irgendwie ranken. Aber tauchen wir ein ins Nachtleben, du hast schon recht. Okay, also Wiener Blut jetzt... Die erste Single aus der gleichnamigen Pil. Wiener Blut, viel rote Farbe ist da heruntergelaufen. Falco im Studio im Nachtexpress und mit einem goldenen Bass hat man dich gesehen. Das Image des Bassisten willst du ja, wieder dieses Wort von Image, okay, vergessen wir das Wort. Also du bist der Bassist eigentlich, du bist Musiker mit einem absoluten Gehör, wie man sagt. Und jetzt gehen wir ein bisschen in die Vergangenheit. Am 9. Februar 1957 geboren, nicht 52, Gott. Und war das erste Instrument, was du dir gewünscht hast, einen Bass zu bekommen, oder war es ein Klavier, Akkordeon, wie war das? Das erste war ein Akkordeon, weil also, du dir vorstellen kannst, 1960 war bei meinen Eltern, die ich also immer in Schutz nehmen muss, weil sie wussten es auch nicht besser, sie hatten keine Ahnung, dass einmal da irgendwie Geld zu verdienen ist mit 4 Saiten. Ja, war natürlich Akkordeon wesentlich hipper als Elektrogitarre. Ne? Und dann kamen halt so die 60s und die Beatles und die Stones. Und ich habe dann also begonnen, den Weg normal, wie man ihn sich vorstellt, wenn man Hausmusik eben für sich zu Hause beanspruchen möchte. Ich habe dann Preluden gespielt am Klavier und so, aber mit einer derartigen Vehemenz, dass mein Lehrer gesagt hat, wissen Sie was? Da gibt es jetzt diese Beatles oder wie die heißen, und die spielen damit so Gitarren rum. Kaufen Sie ihm lieber eine Gitarre, dann macht er weniger kaputt. Und nach einigen Drängen war das dann auch der Fall und so begann es. Ne? Und zur Bassgitarre bin ich eigentlich gekommen, weil ich immer schon ein recht rationeller Mensch war und immer dachte, wenn ich mit 4 Saiten dasselbe erreichen kann wie mit 6, warum
Ich dachte eher, dass es vielleicht aus dem Bauch mehr ist. Also Bassisten, die grooven auch eigentlich mehr. Ja, die Groove stand in den 60er Jahren ja noch gar nicht zur Debatte. Ja, ne? Ja. Es kam dann so 70 mit schwarzer Musik, mit Funkmusik, mit Jazzrock, durch den man durch musste damals eigentlich, wenn man also mit dem Instrument etwas wollte. Ich habe aber immer schon irgendwie so ein bisschen das Gefühl gehabt, eigentlich bin ich schlecht besetzt als Musiker, weil da gibt es wesentlich fleißigere Über. Ja. Und also ich meine, andererseits, wenn, darf das mal kurz so herzeigen, wenn du mit solchen Händen geboren bist, dann taugst du eigentlich zu nichts anderes als zum Bassisten, weil wenn ich also irgendeinen handwerklichen Beruf erlernt hätte, dann wäre also der erste Handgriff in der Lehre mit dem Notarzt verbunden gewesen, das war mir schon klar. Also ich dachte, irgendwie bist du nicht richtig besetzt als in Anführungszeichen nur Instrumentalist, weil scheinbar gibt es da irgendwas, was rüberkommt auf die Leute, von dem du selber nicht genau weißt, was es ist. Aber scheinbar ist da was. Und ich begann dann in meinen Bands eigentlich immer selbstständiger zu werden. Und das mündete dann in dem ersten Falco-Wiener Lied Ganz Wien, das also noch auf der Tradiwabbel-Platte drauf war. Mhm. Aber innerhalb der Tradiwabbel-Konzerte solch einen immensen Stellenwert bekam, dass ich mir dachte, um Gottes Willen, wozu brauche ich eigentlich 25 Leute, die also, wie es halt so ist, in einer gruppendynamischen Band wie Tradiwabbel, so 68 Spätlese, die also natürlich alle 25 Recht haben und du ihnen auch gar nicht absprechen kannst, dass sie in vielen Dingen Recht haben. Mhm. Aber was deine Person angeht, entscheide doch gleich allein. Und so hängt es vielleicht damit zusammen, dass du ja immer schon ein Einzelgänger warst, auch schon in der Schule, dass du Freundschaften immer als eine Art Oberflächlichkeit gesehen hast, dass du dich auf das dich stimmt selbst... Nicht. Nicht. Das kann ich so nicht stehen lassen. Hm. Ich meine, ich bemühe mich jetzt ein bisschen den soziologisch-dynamischen Hintergrund eines Einzelgängers zu finden. Es war ganz einfach so, dass mir die Körperlichkeit der Jungs irgendwie so mit Catchen und ich bin stärker als du immer irgendwie auf die Nerven gegangen ist und immer dachte, also wenn das alles ist, was das Leben zu bieten hat, sich nur innerhalb der Klasse als der Stärkste beweisen zu müssen immer und so, irgendwie gibt es ja da sicherlich auch noch andere Möglichkeiten. Und ich muss sagen, es gab sicherlich eine Reihe von Entscheidungen, die ich ganz intuitiv getroffen habe, um jetzt, lass mich mal sagen, die Weichen für eine Karriere, oder wie man das immer nennen will, zu stellen. Aber mehr noch ist mir eigentlich intuitiv passiert. Das heißt also, eine gewisse Begabung war da, für die muss ich mich bedanken ein Leben lang. Das ist was man sich nicht kaufen kann und auch nicht durch viel Knochenarbeit erüben kann oder sonst was. Die war da und man muss ein bisschen ausholen. Die 70er Jahre waren, lass mich sagen, eine sehr günstige Zeit in Österreich. Ich glaube auch in Deutschland, weil die Regierung der Sozialisten, wachgerüttelt von den 68ern, sich jugendkulturell oder wie man es nennen möchte, schon sehr geöffnet hat. Also bis 1970 gab es in Wien gar nichts. Da war gar nichts. Und ab 70 gab es dann Gewerkschaftsclubs zuerst und so, wo man also hingehen konnte und auch performen konnte, 1970, und es hat sich dann so entwickelt, dass ich immer und auch nach wie vor der Meinung bin, dass Dinge, von denen ich überzeugt bin, dass ich sie richtig machen kann und richtig entscheiden kann, die auch selber tun sollte. Im Falle der Produzenten, meiner Partner, meiner kreativen Partner, meiner geschäftlichen Partner, die auch nicht so unwichtig sind, man redet immer nur von Produzenten, dieses Wort hat also einen Klang irgendwie für Leute, die nicht involviert sind in das Geschäft, der also enorm sein muss, so von sich produzieren, andere produzieren abgeleitet. Ich dachte halt, bei dieser Inventur nach dem Kommissar, dachte ich, okay, hier ist also eindeutig eine Seite deiner Person, die du hundertprozentig vertreten kannst. Man soll dich zwar nicht unbedingt auffordern, das zu erklären und jede Seite deines Ichs irgendwie zu beleuchten, weil das meiste weiß ich eigentlich selber nicht von mir und komme also immer mehr nur drauf, was ich nicht möchte. Ich weiß also nicht, was ich will, ich weiß nur, was ich definitiv nicht will. Hier ist also Platz
für eine kreative Partnerschaft. Und das war eigentlich das erste Mal, wo ich sagte, okay, ich muss mich also in eine Gemeinschaft begeben, weil wir also erst zusammen stark sind. Mhm. Ich hätte auch von Anfang an... Also eine Band. Eine Band oder ein Produzententeam, ein Partnerteam, sagen wir mal so. Ich hätte natürlich von Anfang an auch sagen können, ich mache das alles allein. Okay, ich habe mich dafür entschieden und das muss ich ausleben. Und wenn es da Zoff gibt oder sonst irgendwas, dann muss ich den auch so darstellen, wie er sich für mich wirklich präsentiert. Du hast vorhin von Talent gesprochen, das dir gegeben ist. Und die ganz Großen, zu denen du auch zählst, ich nenne jetzt den Namen Prince beispielsweise oder Cliff Richard, oder also jetzt die zwei Namen als breites Spektrum für die Großen herzunehmen. Die kommen irgendwann auf den Trip und sagen, ich werde irrsinnig gläubig oder ich bin es von vornherein. Mhm. Wie ist es, wie verhält sich das bei dir mit dem Glauben an etwas Höheres, an etwas mir Gegebenes? An, wie gehst du damit um? Ich habe das kurz angerissen in unserem vorherigen Gespräch. Das ist ein abendfüllendes Thema. Irgendwann kommst du, lass mich so sagen, stell dir mal die Frage, wenn du morgen stirbst, was hast du versäumt? Und da muss ich mir sagen, ich habe so viel Liebe und Zuwendung und Zuneigung von meinem Publikum bekommen, wie ich also unter anderen Umständen, unter anderen Vorzeichen nie in drei Leben bekommen hätte. Also habe ich nichts versäumt. Man kommt, desto höher man geht und desto tiefer man immer wieder fällt. Schon irgendwann an dem Punkt zu sagen, also ich... Ich kann nur mein Bestes geben und schauen, was wird draus. Und ich glaube durchaus. Ich bin ein gläubiger Mensch. Ja, dem ist nichts hinzuzufügen. Die Liebe nicht nur vom Publikum, sondern selbstverständlich von deinen Eltern. Ja. Du hängst, wie jeder Sohn, gehe ich jetzt mal davon aus, sehr an deiner Mutter, die dich sehr unterstützt hat. Ich erwähne nur ein Halbinternat und nicht ein Ganzinternat, habe ich in der Biografie von Peter Lanz gelesen, der behauptet hat, er hat dich monatelang begleitet, er hat die autorisierte Biografie über dich geschrieben. Der hat mehr meine Mutter monatelang begleitet als mich. Wahrscheinlich, aber da kommt also deine Mutter auch, sag ich mal, drückt sie sich sehr gut aus, wie sie mit dir umgegangen ist, wie welch ein Musterknabe du warst, sage ich ja, jetzt mal. Ja, meine Mutter hat gelernt, ne? Die hat also schon... Also auch pressemäßig umzugehen, oder wie ist das? Ja. Also ich glaube, dass sich mein Verhältnis zu meiner Mutter überhaupt nicht unterscheidet von dem Verhältnis eines anderen 32-Jährigen, der als einziger Sohn, als einziges Kind einer Familie da war, die in die Brüche gegangen ist. So wie nach dem innerhalb des Nachkriegsbooms viele Ehen zerbrochen sind, ist auch die meiner Eltern zerbrochen. Und das Einzige, was ich für mich daraus entnommen habe, war irgendwann mit 17 zu sagen, also jetzt hört mal zu, was wollt ihr mir eigentlich erzählen davon Gesellschaft und Ordnung und von, na, guckt doch einmal, was ihr macht. Und wenn das schon so ist, dann mache ich mir überhaupt meine eigene Gesellschaft und lasse mir von euch überhaupt nichts mehr erzählen. Und da hat sicherlich meine Mutter, weil ich glaube, eine Frau und Mutter emotionaler da handelt, sicherlich mehr Stellung zu mir bezogen, als es mein Vater hat. Für den es also nach wie vor wahrscheinlich ein bisschen unverständlich ist, wie das denn alles kam. Und ich musste sagen, ich verstehe ihn sehr gut, weil unser Geschäft ist Schall und Rauch. Und das wird uns unser ganzes Leben begleiten, dass wir uns eigentlich auf einem sehr dünnen Eis befinden. Wenn ein Tischler einen Tisch macht, dann ist er gut oder er ist nicht gut. Aber er kann dazu stehen, er ist da, er ist ein realer Gegenstand. Die Musik ist verklungen und was zurückbleibt, ist nur ein Nachgeschmack. Nur Schall und Rauch. Und das ist das dünne Eis, auf dem wir uns alle bewegen. Im Showgeschäft, in der Musik, im ich meine, da macht auch ein klassischer Musiker keinen Unterschied. Die haben genauso ihre Probleme damit, dass also ihr Werk, jetzt mal abgesehen von der Neuerung unseres Jahrhunderts, der industriellen Neuerung der Schallplatte, eigentlich Luft ist. Es ist nichts da, es bleibt nichts davon zurück.
Und das ist natürlich einem Mann, der also sein Leben in einer mit reeller Arbeit und sich nie irgendwas zu Schulden kommen hat lassen, mit reeller Arbeit in einer Fabrikshalle oder einer Werkshalle oder sonst irgendwas zugebracht hat, sehr, sehr schwer klarzumachen. Und ich muss sagen, ich verstehe mich immer besser mit meinem Vater. Ich habe auch gerade gelesen, dass du mit deinem Vater ja auf nächtliche Tour durch Wien mal gezogen bist, vor kurzer Zeit. Ja, und das ihr macht, versteht euch gut. Wir machen das regelmäßig, wenn wir uns gerade wieder mal sehr viel zu erzählen haben. Also da ist sicher nicht. Aber verstehe ich dich richtig, dass er also deine Karriere dann nicht so unterstützt hat, wie du es gerne hättest, sondern deine Mutter war es, die gesagt hat, okay, lass ihn machen. Meine Mutter hat nicht meine Karriere unterstützt, sondern die hat ganz auf einem tiefen emotionalen Level gesehen. Sie hat zwei Möglichkeiten, entweder zu mir zu halten oder nicht zu mir zu halten. Und mein Vater konnte es also nicht ganz verstehen, warum ich also keinen handfesten Beruf, und ich verstehe das zunehmend, so wie ich überhaupt glaube. So Typen wie wir, ob das jetzt Fernsehleute sind, Journalisten sind, Musiker, Künstler, Maler, sonst was. Wir haben überhaupt einen langen Weg der Aufarbeitung unseren Eltern gegenüber zu gehen. Ja? Und das ist nicht getan mit einem Erfolg, wo man dann sagen kann, schau mal Papi, ich habe mir ein Konto bei der Wiener Zentralsparkasse eröffnen können. Damit ist es nicht getan, sondern das dauert 10 Jahre und mehr, bis man sich eigentlich dann im Endeffekt immer näher kommt und sieht, dass man tun kann, was man will. Es geht eigentlich um ganz einfache, entscheidende Dinge in jedem Leben, ob man jetzt in einer Werkhalle steht oder vor einem Mikrofon. Ich kann mir schon vorstellen, dass es auch mit der Eröffnung des Kontos auch was zu tun hat. Natürlich, die wollen ja auch die Sicherheit für den Burm. Anfangs. Also mit 20 hat das sicher Relevanz. Ich glaube halt, ich muss da mit Oskar Werner wieder mal sprechen, ich glaube halt mit 30 ist man irgendwie unwiderruflich erwachsen, da nützt nichts. Da muss also das Erreichte dem Erträumten schon zum ersten Mal standhalten. Da ist schon eine erste Rechenschaft fällig. Und ich glaube, so sehen es auch die Eltern. Ich glaube also, dass meine Eltern ganz im Gegenteil in den letzten Jahren immer mehr und mehr bemerkt haben, dass das Geld, das auf eine Art und Weise verdient ist, die man vielleicht selber nicht sofort begreift, oft wesentlich mehr Last ist, als es Nutzen ist. Ja. Du bist ja selbst jetzt in den glücklichen Umstand gekommen, Vater zu sein. Und in der Rolle, klar, gefällt sich jeder Mann um die 30. Ja, die 30, das klingt so, Jesus. Und du hast auch heimlich geheiratet. Ja. Ich wollte es euch allen verheimlichen. Nein, es ging nicht. Wir hatten es vorhin im Video schon gesehen. Schön, die Familie Hölzel zu sehen. Isabella. Und das Kind ist wie alt? Katharina. Jetzt? Zweieinhalb. Ja. Lass uns ein bisschen nach dem nächsten Video ein bisschen über den Familienvater Falco sprechen. Gerne. Wo sind wir? Ah, hier. Hans Hölzel alias Falco bei uns im Studio im Nachtexpress. Wir haben vorhin gesagt, dass wir uns ein bisschen unterhalten über den Familienvater Falco. Nee, da muss man dann sagen Hans Hölzel. Obwohl, noch die Frage davor, was ist, klar, als Familienvater würde ich schon sagen Hans Hölzel, nicht als Falco. Also beim Finanzministerium in Österreich steht immer noch Hölzel auf der Steuernummer drauf. Also insofern... Gut. Aber wir haben uns gestern auch unterhalten in einem Radiointerview und da ist mir selber da aufgefallen, nicht, dass ich nachts von dir geträumt hätte, aber ich bin aufgewacht und habe mir gedacht, mein Gott, den habe ich da und Hansi Hölzel dann genannt. Das ist ganz schön frech. Ne? Ist wurscht. Amadeus kam auch nie um das Wolfi herum. Also ich sehe da nichts Freches dran, das ist schon ganz okay. Ich dachte halt nur, schau, so kam es überhaupt zu Falco. Ja. Ich dachte, Hans Hölzel, wer will einen Popstar, der Hans Hölzel heißt, da muss irgendwas was Griffigeres her und das ist gefunden. Und daraus ergibt sich kein Identitätsproblem, ganz im Gegenteil. Jetzt aber zum Familienvater endgültig. Du hast gesagt, jetzt habe ich ein Kind und jetzt ist alles anders als früher. Ein Zitat. Ja, das sagt man so hin. Ne? Man nimmt sich vor, die Zähne zu putzen, wenn man an die Wiege tritt und zu Hause leiser aufzutreten. Die Wahrheit schaut ganz anders aus. Ich glaube, dass ich nicht allein bin unter den 32-jährigen Vätern, die also ganz schön Zeit brauchen, um zu sehen, was da überhaupt geschehen ist. Ja. Und wenn wir zurückschauen und anschauen, was bei mir so 84, 85, 86, als das Kind geboren wurde, 86 los war, dann
dann wundere ich mich eigentlich heute noch, wie ich das alles so überstanden habe. Jetzt bitte vom Kind mal abgesehen, aber das kam dann dazu und hat also zum Schluss so ein Chaos ausgelöst, ein privates, weil ich also überhaupt 85, 86 nichts anderes zu tun hatte, als von einem Land zum anderen zu fahren und zu erklären, wieso Mozart lebt und wieso Genie lebt, auch noch und hin und her und papipapu, also derartig drinnen war im Beruf. Wildlife. Ja, klar. Dass ich also wenig Zeit hatte, mir irgendeinen vernünftigen Gedanken zu fassen. Dann war das Kind 86 da. Also ein Braver war ich ja nie. Ne? Und was da alles an dreckiger Wäsche schon gewaschen wurde, bitte, ich glaube, dass das im Endeffekt nicht viel ändert. Ich glaube halt, dass die Leute ganz einfach, ich glaube nicht an eine Regenbogenpresse, ich glaube an ein Regenbogenpublikum und die schreiben auch nur, was die Leute hören wollen. Und wir haben also gelebt in Saus und Braus mit Trennung und Tü und Ta und er sagte, er gibt dir 4000 Mark, sie sagte nicht mal 1000 und wirklich, also absolut unterste Kategorie irgendwie. Weil wir den Fehler gemacht haben, zu glauben, wir können so leben, wie es uns passt und ganz einfach alles damit abtun, zu sagen, wir haben nichts zu verheimlichen. Fehler. Nachher war es immer besser. Auf jeden Fall war es Ende 86 so, dass ich mir dachte, also Junge, jetzt siehst du dich wirklich nicht mehr. Jetzt bist du also wirklich so weit, hast solche Spitzen, solche Tiefen, alles hinter dir. Jetzt nimm dir doch mal Zeit ein Jahr und setz dich hin. Und daraus resultierte dann natürlich das, was sich 3 Jahre abgezeichnet hat, nämlich die Heirat. Heimlich insofern, als dass ich uns den ganzen Rummel ersparen wollte, weil ich sehe also nicht ein, warum man eigentlich aus seiner Intimsphäre unbedingt immer einen Zirkus oder einen Selbstbedienungsladen machen sollte. Hier musste einmal gesagt werden, bis hierher und nicht weiter und Schluss. Und ich gebe zu, dass ich eigentlich erst im letzten Jahr, in dem ich also nichts beruflich getan habe, hin und wieder blödsinnige Statements abgegeben habe, eigentlich erst so wirklich draufgekommen bin, was es denn heißt, ein Kind zu haben. Der Sinn des Lebens? Ich weiß es nicht. Aber es hat schon mit dem Glauben auch zu tun. Es hat mit dem Glauben daran zu tun, dass es etwas gibt, was wir nicht in Schallplatten ausdrücken können, nicht in Zahlen, nicht in und ich meine, wenn man überhaupt so meine letzten 10, 12 Jahre sieht, wenn ich die selber so anschaue, so kann ich mir, wenn wir schon im Nachtexpress sind und so groovy drauf sind, kann ich mir nicht vorwerfen, irgendetwas an Exzessmöglichkeiten ausgelassen zu haben. Ja. Also das hat zum Teil Niederschlag gefunden in meinen Liedern. Ich habe halt auch geglaubt, dass ein wesentlicher Bestandteil des Rock'n'Roll der Exzess ist. Jetzt muss ich sagen, ich glaube, dass sich viele Dinge, für die man also vorher geglaubt hat, 150%ig draufdrücken zu müssen, auch viel leichter erledigen lassen, viel rationaler, viel sparsamer. Und dass man schlecht daran tut, seine Energie so ins Universum zu blasen, so sein Inneres nach außen zu stülpen, jeden Tag bis 4 Uhr früh im, oder so, du kennst die Läden alle, es ist vergeudete Liebesmühe, weil du stehst dann sowieso nur wie der Trottel da, der wieder mal das weiße Licht gesehen hat in der Disco. Ne? Und ich denke mir halt, das ist fürs erste Mal gestorben, das hat unmittelbar, wir wollten eigentlich über das Kind reden, unmittelbar natürlich mit meiner Veränderung zugunsten der Familie zu tun. Aber du bringst mich auch auf Stichpunkte, beispielsweise diese pervertierte Situation, Rock'n'Roll, Privatleben. Und du hast es ja meiner Meinung nach sensationell und absolut getroffen in Einzelhaft 82. Das war ja so eine autobiografische Angelegenheit, über die du da geschrieben hast, über die du gesungen hast. Bis dato auf dem deutschen Markt nicht gekannt. Man hat über den Hofer gesungen, über also dritte Personen, die aber mit einem selbst nichts zu tun haben. Oder Lindenberg hat irgendwelche Systeme verurteilt. Er hat sich also nicht mit sich selbst beschäftigt in erster Linie. Du hast es getan. Ganz Wien beispielsweise. Du warst da mittendrin. Du hast ja als Ich geschrieben. Geht es denn nicht immer so weiter, dass du also stark bist in deiner autobiografischen Angelegenheit, wenn du über dich selber schreibst, stark bist? Junge Römer war ein bisschen anders dann wieder. Junge Römer war damals leider, das war ein Tiefpunkt für mich wirklich. Vielleicht aus dem Grund, weil es nicht so autobiografisch war. Nein, ein total unterschätztes Konzeptalbum. Lass uns zunächst vielleicht bei Einzelhaft bleiben.
einzelhaft hat mir das Prädikat des Vordenkers der Neonlichtgeneration eingebracht, wobei ich also die Neonlichtgeneration für eine Erfindung halte. Ich wollte gerade sagen, wenn man mal wieder einen Titel sucht für das Lebensgefühl junger Leute, für das man eigentlich keinen Namen hat. Römer war ein heftiges Kokettieren mit dem Establishment. Ja, so kann man sehen. Und vom Ganzen, ich glaube, dass da auch meine die ganzen Attitüden, mit denen ich also immer wieder zu tun habe, weil ich darauf angesprochen werde, mit Mode und Styling und so, dass die von Junge Römer herkommen. Ich meine, wenn du dir mal so ansiehst, die Entwicklung in den letzten 5 Jahren, in den hippen Clubs oder sonst was, wenn du dir ansiehst, wie sich die Leute in der Zwischenzeit anziehen, dann kann man schon sagen, es war ein bisschen ein programmatisches Album, das damals also völlig daneben gegangen ist, weil es noch nicht so weit war. Ich will mir jetzt nicht herstellen als der, der alles schon im Vorhinein gewusst hat. Ich bin dann mit dem dritten Album dorthin gekommen, dass ich also sagte, pass auf, wo siehst du deinen Stellenwert? Wo siehst du wirklich deinen Platz hier? Du hast auf der einen Seite eine sehr intellektuelle Szene, einen großen Anspruch aus einer intellektuellen Szene, also mit Herzschmerz und so ist nichts mehr. Das hast du dir aber auch schon in der, wenn ich dich unterbrechen darf, eigentlich in der Pubertät auch gesagt, wenn, dann will ich nichts damit zu tun haben. Wenn ich Popstar werden will, und das werde ich, mit diesem Selbstbewusstsein bist du ja an die Kiste gegangen, also, dann habe ich mit Herz und Schmerz nichts am Hut. Da haben die 70er Jahre sehr viel verändert und die 70er Jahre wurden initiiert von den 68ern, das muss man schon sagen. Also dieses kritische Bewusstsein zu sagen, also wir diese Klamotte, dieses ewige Herz-Schmerz getudelt hat, das ist doch unmöglich, selbst in der Unterhaltungsmusik unmöglich geworden. Das war die eine Seite, die andere Seite war schon das Erkennen, dass an diesem Establishment kein Weg vorbeiführt. Wenn du also Schallplatten verkaufen möchtest, dann musst du ins Samstagabendprogramm. Du brauchst also einen schmerzfreien Lederkerl, der sich also mit Blacky Fuchsberger genauso über Kokaintexte unterhalten kann, wie auf der anderen Seite einen, der also wieder mal die Szenerie der jungen Leute in jeden Haushalt bringt, als Schmuggelgut, als Kleinstform der Anarchie. Wenn du dir anschaust, welche Lieder von mir schon in den Hitparaden waren, dann musst du eigentlich sagen, ja, gepflegte Wiener Salonanarchie, weil also mit Hitparade hat das im Prinzip überhaupt nichts zu tun, was da so ertönt aus den Radios. Mit der dritten war ich an dem Status, wo ich also sagte, auf der einen Seite der Anspruch, auf der anderen Seite das Establishment, was will ich? Und ich habe mich entschieden, Popmusik zu machen. Popmusik, die also sich optisch umsetzen lässt, dadurch immer die griffigen Dinge wie Amadeus, den man also so herrichten kann. Oder so. Jetzt Wiener Blut, natürlich, was liegt mir näher als das? Es gibt also immer so gewisse griffige Drehs. Und das möchte ich kultivieren, weil dort bin ich zu Hause. Und zwar einem gewissen Anspruch auf der einen Seite schon standzuhalten, aber auf der anderen Seite nie zu verleugnen, dass es im Prinzip darum geht, schon möglichst viele Leute zu erreichen. Und das ist Pop. Pop beginnt auch mit einem P, wie Politik. Establishment hast du gerade erwähnt. Du bist ja seit einigen Jahren Gast beim Wiener Opernball. Was auch nichts mit Politik zu tun hat, aber dort treffen sich die Größen, dort trifft sich die Society, die internationale Politik und Unterhaltungssociety. Wird denn eigentlich darüber ein bisschen gesprochen, über Politik, was Hans Hölzel möglicherweise am Herzen liegt? Geht er dann zum, wie heißen die Bundeskanzler? Wer ist der Letzte jetzt? Der österreichische? Unserer Kanzler, ja, wie heißt Ranitzky. Sozialist, Technokrat, ja. Absoluter Hightech-Politiker. Wir können froh sein, dass wir ihn haben. Ja. Obwohl... Tja, natürlich, in Österreich geht es eigentlich immer mehr um Persönlichkeiten als um die Partei. Ne? Ach. Naja, sicherlich. Also, kommen wir mal. Ja. Also, ich meine, Kreisky, was uns die Regierung Kreisky eingebrockt hat, ja. So viel sie Gutes getan hat. Ich kann mich über die Roten nicht aufregen, sage ich nur einmal, weil in den 70er Jahren wurde gerade das, was für meinen Beruf wichtig war, da wurden sehr, sehr positive Vorzeichen gestellt, aber was sie uns auf der anderen Seite einbrockt haben, da haben wir also noch unser Leben, wir, die 30-Jährigen, haben sicher unser Leben daran zu kauen. Nur, in Österreich ist es halt immer so, ne? Da hatte unser ehemaliger Finanzminister Androsch, da geht es auch ein bisschen in Wiener Blut drüber, um diese Nonchalance der Wiener Betrachtung, was also jetzt Crime ist und was nicht Crime ist, hatte da bezeichnenderweise als Finanzminister einen Prozess als Steuerhinterzieher, ne?
Und da sagt ein Taxifahrer, ach mein Gott, und da hat sich der Altkanzler von Mallorca, eine skurrile Situation wie im Kino, wie in einer Nestra-Aufführung, hat sich der Altkanzler aus Mallorca, der schon also nicht mehr Kanzler war, gemeldet und gegen seinen Ziehsohn Partei ergriffen. Und ich fuhr gerade mit dem Taxi und der Taxifahrer, ein richtig standener Wiener, sagte, also der alte Kreisky, der soll in Mallorca sich da irgendwie, der Androsch, naja, Steuern hat er hinterzogen, aber ein fescher Bursche ist er, also den tät man sofort wählen. Das ist der österreichische Weg und wie du siehst, geht es also immer um Persönlichkeiten und wir können froh sein, dass wir den Franitzky haben, sonst wären wir ganz arm. Okay, dann wenn es schon um Personen geht, dann will ich dich was fragen und einen Namen nennen, Waldheim. Wie kamst du damit zurecht? Ein wie sehr kommst du damit zurecht? Kapitel. Ich habe also mindestens, ich weiß nicht wie oft, aber etliche Male Stellung genommen, in der Dauer von 2 Minuten bis zu 2 Stunden. Ja. Ich glaube nach wie vor, dass jedes Volk den Präsidenten hat, den es verdient. Und ein Großteil der Österreicher sieht zwar, dass da was ins Rollen kam, was also nicht notwendig gewesen wäre, aber die rechtfertigen sie halt damit zu sagen, das nächste Mal wollen wir ihn eh nicht mehr. Ne? Und ich bin also 85 in Amerika, als gerade die Wahlen vorbei waren. Und deswegen reagiere ich eigentlich sehr, sehr emotional auf diesen Namen. Es ging in Amerika für mich nicht mehr darum, dass ich also in den Charts bin oder sonst was, oder dass ich vielleicht als Deutschsprachiger jetzt einmal in Amerika bin, sondern darum, ob denn jetzt lauter Nazis wären in Österreich, weil sie doch diesen Präsidenten haben. Und das ging mir so an den Keks. Das ging mir so an die Haut, weil ich mich also ununterbrochen als Rechtfertiger dort gesehen habe. Und ich muss sagen, man muss schon dazu sagen, was Sache ist, aber nicht 300 Mal am Tag. Und es ging mir wirklich so schwer auf die Nerven, dass man auch durchaus sagen kann, das Jahr 87, die Pause 87 war zum Teil auch ein Kalkül, den Kopf wegzunehmen. Weil ich bin nicht neugierig, für den Herrn Waldheim den Promotion-Mann zu spielen. Und dabei möchte ich es auch belassen. Ich habe also immer gesagt, schauen Sie, in den Hitparaden habe ich den Namen Waldheim Gott sei Dank noch nie entdeckt und das ist wesentlich mehr meine Angelegenheit. Haltet ihr Künstler Österreich zusammen? Ich habe mich mal mit Ludwig Hirsch darüber unterhalten und er sagte, ja, wir bilden eine Front gegen Waldheim. Das war vor gar nicht so langer Zeit. Weißt du da, was passiert ist? Nein, weiß ich nicht. Gar nicht. Auch mit anderen Kollegen in Österreich Kontakt? Du, es war doch dann an einem Punkt der Eskalation, wo also jedes Wort Contra eigentlich schon Wort Pro war. Ja. Also da muss man doch wirklich mal sagen, bis hierher und nicht weiter, ich spiele da nicht mehr mit und ihr kriegt keine Statements mehr von mir davon. Die österreichischen Künstler, ob die zusammenhalten, naja, ich glaube, dass die österreichischen Künstler eine Stadt zusammenhält und das ist Wien. Und ich glaube, dass es immer mehr für mich jetzt angesagt ist und in Mode kommt, eigentlich die österreichischen Kollegen mehr und mehr zu verteidigen, mich in ein Boot zu setzen mit ihnen, weil zusammenhalten tun die anderen auch. Allen voran die Engländer, die Erfinder der großen langen Pfeife. Also da gibt es keine so eine Presse, wie es innerhalb von Deutschland gibt, die eigentlich auf dich losgeht und dir ununterbrochen die Unmündigkeit nachweisen will. Ne? Ganz im Gegenteil, die sind da schon wir. Und so sehe ich es eigentlich als angesagt, einmal zu sagen, ja, Entschuldigung bitte, so ein kleines Land, ja, so viele Namen aus Wissenschaft, aus Sport, leider aus Politik auch zuletzt, ne, aus der Kunst und da muss man doch sagen, eigentlich bin ich sehr stolz, ein Österreicher zu sein. Wobei ich also eins differenzieren möchte, Vaterland gibt es für mich keins. Also das Vaterland ist mehr so ein pathetischer Vorwand. Nämlich immer dann, wenn es um Streitigkeiten geht. Das ist auch ein archivierter Begriff. Naja, es gibt eine Muttersprache und die ist Deutsch und deswegen erlaube ich mir auch in Deutschland ein bisschen was mitzureden. Vaterland, Österreich, mein Gott, was soll man denn halten von einem Land, wo der Vorarlberger mit dem Tiroler nichts zu tun haben möchte, weil dazwischen so ein hoher Berg steht. Also das ist, und ich sage also, ich lebe gerne in Wien und diese Stadt erhält mich am Leben, weil es eine enorm kritische Stadt ist. Ich glaube fast, wenn du das dort schaffst und wenn du dem Anspruch dort gerecht wirst, deinen Kritikern, weil nirgendwo ist die härter als in Wien. Und deswegen leben wir auch alle nur dort. Glaubst du, dass der Heller nicht seine Feuerwerke oder seine Ideen von Monaco aus genauso gut steuern könnte? Wir leben alle in Wien, weil wir von dort sind und diese Stadt erhält uns am Leben. Irgendwie. Ist ein wichtiger Teil zumindest. Wie sieht es mit Filmplänen aus? Die letzte Frage. Ich sehe gerade, wir haben die Absage schon. Es war eine kurzweilige Nachtexpress-Sendung. Dank dir. Wir reißen jetzt kleine Bottle auf, gell? Das machen wir.
Ja, Filmpläne. Gab es doch schon mal, ja? Du wolltest es den so CIA-Agenten spielen. Es ist so fashionable, so trendy, ja, dass also die Jungs von der Popbranche jetzt glauben, Filmstars werden zu müssen. Das ging in den wenigsten Fällen gut. Das geht hin bis zu Mick Jagger. Ja. Hat nicht funktioniert. Ich meine, natürlich wäre es ein großes Bestreben von mir, ein zweites Bein auf den Boden zu bringen, aber ich glaube, dass vom Popgeschäft her ein Name da ist, der so viel für sich spricht, ohne dass man viel sagen muss. Dazu für jeden was anderes heißt, für den einen Brechmittel ist und für den anderen cooler Schmäh irgendwie ist. Ne? Ich glaube, dass der Name da ist und dass man den nicht zusammenhauen sollte durch irgendein ein voreiliges Drehbuch. Es gab eine ganz konkrete Geschichte, ich weiß, die Absage kommt, ich bleibe ja schnell. Der Goldmacher, das war eine Geschichte, die im Vorklima des Dritten Reiches angesiedelt war. Stell dir bitte vor, ich hätte als Wiener 1987 einen cleveren Burschen gespielt, der da also die größten Kriegsverbrecher des Dritten Reiches als harmlose Trottel entlarvt. Also rübe ab, da würden wir heute nicht mehr reden. Da. Also ich muss schon sehr vorsichtig sein. Und ich sehe auch gar keinen Punkt der Kritik darin, in einer Klamotte mitzuspielen. Dort bin ich zu Gast, dort bin ich zwei Tage und da mache ich einmal Tatü-Tatü und damit hat es sich für den Produzenten. Und finde ich auch ganz okay. Ich glaube, das gehört zum Popgeschäft genau dazu. Genauso dazu, zum ernsthaften Schauspieler, muss ich sagen, fehlt mir die Ernsthaftigkeit. Ich nehme mich nicht so tierisch ernst. Also wenn da was kommt und ich glaube, es ist wieder mal was irgendwie im Kochen, ich will beabsichtigt nicht drüber reden, weil sonst heißt der rät ja immer nur Arien, erzählt er da und dann ist nichts. Es ist wieder mal ein bisschen was im Kochen. Ich hoffe, es kommt einigermaßen auf diesen schmalen Grat hin, auf dem ich mich auch im Bob-Geschäft bewege, zwischen Ernsthaftigkeit und über sich selber lachen können und über sich selber eigentlich nicht so tierisch ernst nehmen, wie es halt da immer angesagt ist. Ne? Aber mit 32 war das schon ein bisschen ernsthafter. Ich kann mich erinnern, in gewissen Talkshows, da ging es ja wirklich nur drunter und drüber. Ich hoffe hier bei uns nicht und es hat ein bisschen Spaß gemacht zu Hause, Hans Hölzel anders kennenzulernen als Falco in dem Fall. Und viel Glück weiterhin. Grüße an die Frau, Grüße an das Kind. Bedankt. Und zieh dich zurück, wann immer du willst. Jetzt ziehen wir uns zurück auf den Okay. Tschüss nach Hause.